Herzlich willkommen, ich bin's, euer Laser, und heute die Verlosung zu dem WL-Toy von GearBest, zur Verfügung gestellt von GearBest für euch, eigentlich nur für mich, aber ich verschenke ihn an euch. Und ich habe gesagt, den werden wir auslosen. Eigentlich sollte ja der Buggy oder der kleine Monster Truck, aber GearBest hat mir ja den hier gegeben und ich finde den auch ein bisschen hübscher. So kommt er bei euch an in dieser kleinen hübschen Originalverpackung. Kamera ist ein bisschen schräg heute mal, ein bisschen von der Seite hier. Ja, den gibt es jetzt zu gewinnen und wie gesagt, ihr hattet Zeit bis zum 15.11., wer sich die Kommentare durchgelesen hat, ich blende das hier auch nochmal ein, wer sich die Regeln unter dem Video durchgelesen hat, hat gemerkt, hey, hier gibt es keine Regeln, weil ich verschenke dieses Auto und mache kein Gewinnspiel draus. Die Regeln waren klar nur für Abonnenten, das heißt, alle Leute, die hier so mitgemacht haben, mich nicht abonniert haben, sind automatisch raus. Alle Leute, die mich vor den ganzen Geschichte hier mit dem Auto abonniert haben, die werden mitgenommen. Alle anderen Leute werden aussortiert. Ich werde dies überprüfen und sollten diese Leute nicht dabei sein, werden diese auch nicht gewinnen. Ganz klar ist das Auto hier für Leute, die mich länger abonniert haben, ist das natürlich ein Dankeschön und das soll auch an diese Leute wieder zurückgegeben werden. Bitte respektiert das. Jeder kann mal gewinnen etc. Gönnt ihn das, der das jetzt hier gewinnt. Und wir gehen an den PC. Hier haben wir YouTube Random Comment Picker. Wir gucken jetzt mal, wer hier der glückliche Gewinner ist. Wir drücken auf Lord Comments. Jetzt lädt er alle Kommentare durch. Und der Gewinner ist Warrock 11, 23. Du sagst, stille Zuschauer, hab schon länger nichts mehr kommentiert. Muss ehrlich sein. Das wäre zum Beispiel ein tolles Auto für meine Tochter. Bin da nämlich schon etwas länger auf der Suche nach einem, wobei es viel lief. Sich auch wieder im Sand. Wann fährst du eigentlich mal wieder mit deinem 1,5er? Ja, erstmal Glückwunsch an Warrock 11. Da brauche ich nicht mal überprüfen, ob das ein langer Zuschauer ist. Das ist so. Warrock ist schon sehr, sehr, sehr lange da. Das ist nicht schlimm, Warrock. Wann fahre ich mal wieder mit meinem 1,5er? Gute Frage. Das beantworte ich dir wohl vielleicht mal privat. Momentan. Da wird noch ein Auto kommen, etc., also ein richtiges Auto und dann wird es da hoffentlich auch mit den 1,5ern endlich mal aktiv nächsten Sommer. Aber das steht noch in den Sternen, das ist noch nicht so hundertprozentig, aber ich bin auf der Suche nach einem Auto und dann wird es auch wieder 1,5er Videos geben, weil ich dann endlich mobil bin. Keine Angst an die Rollerfahrer, ich werde beim Roller bleiben. Ja, wie gesagt, Warrock, du hast das Auto gewonnen. Ich bin auch ehrlich gesagt glücklich, dass einer der älteren Zuschauer oder Abonnenten, sag ich mal, hier gewonnen hat jetzt. Und für deine Tochter ist das doch absolut in Ordnung und ich hoffe, sie hat damit Spaß. Ich hoffe, du weißt, wie es geht. Ich erkläre es aber jetzt trotzdem nochmal. Gratulation an die Person, die gewonnen hat. Du hast jetzt 7 Tage Zeit ab heute dieses Videos, wenn das online geht, hast du 7 Tage Zeit, dich bei mir zu melden. Solltest du dich nicht innerhalb von 7 Tagen bei mir melden, über den YouTube-Account. Ich blende das hier auch nochmal ein, wie du das machen musst. Das heißt, du siehst jetzt gerade dieses Video, du befolgst genau jetzt diese Anleitung, die du in dem Video hier siehst. Du klickst also da drauf, dann klickst du da drauf, dann steht da persönliche Nachricht senden, dann klickst du da drauf. Als Beispiel-Account dient hier The German SC Channel. Da zeige ich das anhand vom Beispiel. Ihr macht das natürlich bei meinem Account, ganz klar. Und dann geht ihr auf Nachricht senden und da schreibt ihr rein, hallo Christian, oder hallo Laser, ich bin der glückliche Gewinner, dann sehe ich deinen Namen, ich vergleiche den mit deinem Kommentar und solltest du der Richtige sein, weil es gibt da Leute auch, die wollen betrügen, das wird nicht funktionieren, weil du nur über YouTube mich anschreiben kannst, dann werde ich den Namen vergleichen und solltest du der Richtige sein, bekommst du dieses Auto von mir zugesendet. Versichert natürlich mit Sendenummer, dass das Ganze hier auch sicher bei dir ankommt und ja, danke. Wer sich nicht dran hält, wie gesagt, nach 7 Tagen Ablauf werde ich nochmal eine Random-Verlosung machen. Ich werde zwar kein Video machen, ich werde einfach den Gewinner dann anschreiben. Sollte der sich auch nicht melden, geht das immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Glückwunsch, wie gesagt, freut mich. Als nächstes kommt wohl der Buggy. Ich muss mal gucken, wann ich das mache. Aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner hier und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss.